Ja, hallo liebe Angelfreunde. Was gibt's Schöneres an so einem lauen Sommerabend, als um 6, halb 7 nochmal an den Fluss zu gehen und ein bisschen zu fischen? Ich weiß es nicht. Doch, es gibt ein paar Sachen. Darüber reden wir jetzt aber nicht. Wir reden über das Angeln. Whisper Live, meine Lieblingsroute fürs feine Spinnfischen mit Mini-Wobblern. Dazu die Nakima von Jensi, die neue Highspeed-Rolle. Und schönes Monofil, Dega Centron. Wunderbar. Eigentlich alles geritzt. Mini-Wobbler sind da. Jensi Beck ist dabei. Und natürlich, weil es ein bisschen dschungelmäßig ist am Ufer, ein kleines Schneidewerkzeug. Wunderbar. Ach, übrigens, hatte ich das schon mal gesagt. Dieser Jensi Beck ist äußerst, äußerst praktisch. Auch um zum Beispiel hinten den Kescher zu befestigen. Kann man einfach hinten reinstecken, muss man sich nicht über die Schulter hängen. Wunderbares Teil. Alles ist verstaut. Super. Jetzt geht's rein in die Pampa und mal gucken, ob wir gleich was erwischen. Auch immer schön, Brennnesseln, Brust oder Kopf hoch, Ast rein. Wunderbar. So sieht das hier aus. Wir haben relativ flaches Wasser, aber auch einige tiefe Stellen. Finde ich attraktiv. Die Fische hoffentlich auch. Und ich gebe mir Mühe, dass wir auch einen ans Band kriegen. Also erstmal vorsichtig anschleichen. Bis gleich. Ja, ich habe mein Stativ nicht dabei. Darum müsst ihr jetzt aus der Perspektive einfach mal mitmachen. Und sieht ja auch ganz gut aus, ne? So, jetzt gab es ein paar Nachläufer, ein paar Zupfer, aber ich habe so viele Würfe jetzt hier gemacht und das Wasser ist, wie man vielleicht sieht, sehr flach. Also die Fische haben irgendwie geschnallt, dass hier was komisch ist und haben sich verdrückt. Ich habe da drüben zwei etwas größere Fische verschwinden sehen. Das waren vermutlich Döbel. Die waren nicht klein, aber gut, sie wollten nicht fressen. Alles klar, der Döbel ist eh schwierig zu fangen, von daher gehe ich mal ein bisschen weiter, ne? Bis gleich. Das ist jetzt ein Platz hier mit viel Totholz, auch gut für einen schönen Barsch, aber natürlich auch gut, um den Wobbler oder den Köder zu verlieren. Ich probier's. So, jetzt gehe ich mal in den Dschungel. Mal schauen, ob ich da vielleicht ein bisschen mehr, upsala, ob ich da ein bisschen mehr Glück habe. Drückt mir mal die Daumen. Ja, zurück aus dem Dschungel. Nicht der größte Fisch, aber sicher der schönste. Schnell zurück ins Wasser. Wir können jetzt noch ein bisschen Heimatkunde machen. Diese Pflanze hier kennen viele von euch. Indisches Springkraut wächst an vielen Bereichen bis zu 3 Meter hoch. Und ist ein sogenannter Neophyt, also eine eingewanderte Art. Die wächst so stark und so kräftig, dass viele andere heimische Pflanzen keine Chance haben. Also eigentlich echt ein Problem. Woher die stammen, da gibt es viele Theorien. Auf jeden Fall pflanzen die sich unheimlich gut fort. Und Springkraut, weil diese Früchte hier in solchen Springkapseln sind
und dann bis zu 3 Meter weit durch die Gegend fliegen. Hier seht ihr das so ein bisschen, die wird wahrscheinlich... Ja, seht ihr, die platzen auf und dann fliegen die echt hier überall durch die Gegend und im nächsten Jahr haben wir die gleiche Abteilung wieder. Die hier ist schon sehr stark verblüht, da wird das wahrscheinlich sehr gut klappen. Tja, verdrängt heimische Arten, ist also eine schädliche Pflanze. Aber der Herr zu werden ist natürlich echt schwierig. Okay, weiter geht's zum Angeln. So, wenn man Fisch fangen will, muss man an die Plätze, an die man schlecht rankommt. Das habe ich jetzt gemacht. Dann wollen wir mal gucken, wenn ich auch gleich ein bisschen Glück habe. So, nächster Versuch. Wollen wir mal gucken. Schöner Barsch, ist aber auch zu klein, geht also auch wieder zurück. Ja, ist auch schön. Von welchem Vogel auch immer. So, hier kann ich wieder nur Fluss abwerfen, mit Wobbler natürlich dann. Wir schauen mal, ob da was funktioniert. Ich stelle mal hier rein. Okay. So, jetzt haben wir einen etwas schöneren Barsch, aber immer noch ein relativ kleiner Fisch. Ja, immer wenn die Kamera aus ist, beißt ein Fisch. Diesmal noch kleiner. So, Köderwechsel. Ich kann hier nur stromauf angeln. Da macht das mit dem Wobbler nicht so viel Sinn, weil der nicht so viel spielt. Einfach ein Spinner aus der Jensi Phantomreihe. Mal gucken, ob das jetzt die richtige Wahl ist. So, diesmal kleiner Döbel, auch schön.
Ja, und noch ein kleiner Döbel. Wären eigentlich schöne Köderfische. Ja, erneut ein schöner Barsch, einer der schönsten Fische in unseren Süßwassergewässern, wie ich finde. Und leider auch ein bisschen zu klein. Er geht doch wieder zurück. Ja, zum Abend hin werden die Barsche anscheinend noch mal munter. Wieder ein kleines, schönes, hübsches Exemplar. Aber auch wieder einer, der natürlich zurückgeht. Ja, und den Kollegen habe ich gerade rauben sehen. Der war an der Oberfläche den Kleinfischen hinterher. Und schwupp war er am Spinner. Klasse Fisch. Schön, schöner Barsch. Ja, im letzten Licht des Tages, jetzt wird aufgebrochen. Es gab unendlich viele kleine Döbel und kleine Barsche, mittlere Barsche. Ja, aber so ist Angeln, ne? Man fängt nicht immer nur die Dicken. Aber Spaß hat's gemacht und es war entspannend mal wieder. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.